Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supremacy 1914. Wir sind wieder zurück am Start auf der 100er Karte mit Kanada und Erik und Horst zusammen. Und ich würde sagen, auch wir schnacken mal nicht lange rum, sondern gehen mal direkt in die Folge hinein. Und dafür zoomen wir erstmal ein bisschen raus. Und da könnt ihr bereits sehen, wir haben mit dem Angriff auf die föderierten Staaten begonnen. Und zwar gestern Abend schon so ungefähr. Weil der hat schon die ganze Zeit kaum noch was bewegt irgendwie. Erik konnte sogar die Hauptstadt einnehmen. Und er dann auch nicht mehr wirklich was gemacht. Deswegen dachte ich so, ja, vielleicht ist er jetzt auch schon AFK gegangen. Und ich sag mal so, wir konnten hier perfekt uns einmal durchfressen, ohne Probleme, ohne Gegenwehr. Das heißt, er ist tatsächlich AFK. Was sehr schön ist, weil jetzt kommen wir endlich mal wieder ein bisschen weiter voran. Hier mache ich auch gerade schon, sammle ich schon ein paar Truppen zusammen, damit wir seine Armee hier stellen können und mit nicht so viel Verlusten. Hier gönnen wir uns einmal hier diese Provinz. Hier lassen wir einmal zwei Panzerwagen für Russisch Alaska, die Provinz leider nach Tageswechsel bekommen haben. Genau, denn für Russisch Alaska machen wir uns auch mal so langsam bereit, damit wir ihn mal hier rausholen können. Und auch nicht nur das. Auch hier sammle ich hier an der Grenze zu Ontario. Oder Ontario ist ja auch wurscht. Na, denn wenn die hier fertig sind mit dem Kollegen, werden sie nach Ontario gehen. Und dann werden wir uns mal diese Fraktion zudem noch weiter einverleiben. Ne? Und wenn wir das dann haben, dann geht es für uns weiter nach hier, Kivalik und nach Baffin. Das ist jetzt erstmal schon mal der Plan, so gefühlt für die nächsten paar Tage. So soll es ungefähr hinhauen. Erik sammelt hier nämlich mittlerweile schon für British Canada. Das heißt, da wird er auch demnächst einfallen, um dann auch hier diese Küste zu sichern. Und ich glaube, wenn wir beide dann mit dem hier durch sind, dann geht es für uns vielleicht erstmal über Grönland, Island nach Großbritannien. Und vielleicht wird Erik direkt mal nach Spanien einmarschieren. Muss man mal gucken. Vielleicht ist es auch nicht sinnvoll, in Spanien hier reinzukommen. Weil hier ist ja British, Nigeria und Spain am Start. Also die haben gerade einen Riesenkrieg hier zusammen. Ob man da jetzt noch weiter mitmischen möchte, weiß nicht, ob das so klug ist. Vielleicht wäre es auch klug für Erik hier am Land, hier britische Nigeria von der Seite zu erwischen. Da muss man wahrscheinlich sich nochmal absprechen, ob das so sinnvoll ist. Ansonsten kommt er mit mir nach Großbritannien erstmal. Damit wir uns da irgendwie erstmal in der Ecke festbeißen können. Aber das ist so der Plan jetzt erstmal für die nächsten paar Tage, würde ich sagen. Ne? Die beiden Fraktionen, das ist jetzt der Plan für die nächsten ein, zwei Tage. Und dann die anderen danach, die auch sogar noch aktiv sind. So, dann gehen wir zu Horst runter. Was könnte sein Plan sein oder was ist sein Plan? Der Plan wird wahrscheinlich sein, die letzte Armee von Californian Republic zu stellen, wie auch Texas endlich zu vernichten, um hier weiter auch nach Südamerika vorzurücken, wo er hier schon ordentlich am Start ist, aber auch eine gewisse Gegenwehr schon bekommt. Venezuela ist auch am Start, auch noch ein echter Spieler auf jeden Fall, sammelt alles, was er da oben hat, ist auch in einer Koalition, wie ich sehe, mit Bolivien und der United Latin American Nations. Die aber, ehrlich gesagt, Horst schon fast vernichtet hat. Ich glaube, das ist deren letzte Provinz, ja. Also auch noch mit Bolivien, das ist der hier. Das ist mit den beiden, weiß keiner. Haben die Krieg mit denen? Haben sie nicht. Kann sein, dass das hier eine große Koalition auch wird. Dann wird das hier nochmal sehr interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er dabei, hier das alles einzunehmen. Wird vielleicht auch demnächst dann rüber hier in die Karibik gehen, nach Havanna, hier nach Kuba. Um einmal dort alles einzunehmen. Aber dafür wird er wahrscheinlich Schiffe brauchen. Und ich glaube, er hat auch schon irgendwo angefangen, einen Hafen zu bauen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Irgendwo hat er einen Hafen gebaut, das weiß ich. Aber ich weiß gerade nicht, wo. Irgendwo auf jeden Fall. Ne? Denn es wird langsam Zeit, auch dass wir uns ein bisschen auf die Marine vorbereiten, um eine gewisse Seehoheit zu bekommen. Da sind wir ja auch ja schon längst bei gewesen, haben einen Hafen tatsächlich noch fertiggestellt und konnten sogar gerade eben nach Tageswechsel direkt anfangen, Fabriken zu bauen. Einmal in unserer Hauptstadt und einmal hier oben. Eine dritte, dafür sind tatsächlich die Ressourcen gerade einfach nicht so da. Wobei sind sie doch eigentlich? Moment mal. Mir fehlt Geld nur einfach, wa? Dann lass doch hier nochmal eine Fabrik bauen. 10.000. Lass mal schauen, was wir da noch zusammenkratzen können aus der Kasse. Ja, guck mal. Hat sie schon... Ah, nevermind, da haben wir jetzt drei Fabriken. Ich habe nichts gesagt. Aber vorhin hat sie nicht gereicht zu meiner Verteidigung. So, ne, das heißt, wir werden jetzt hier dann nochmal eine dritte Fabrik bauen, um so langsam dann Richtung Kreuzer wie auch leichte Panzer zu kommen. Also Kreuzer werden uns sowieso hier helfen, um vor allen Dingen hier gegen diese kleine KI-Provinz wie auch gegen Baffin und Grönland vorzugehen. Das auf jeden Fall schmeckt dann sehr gut. Und ich sag mal so, bis meine Truppen hier und hier fertig sind, ist dann hoffentlich auch dann ein, zwei Kreuzer fertig, dann geht auf jeden Fall die Party ab. Das ist auf jeden Fall gerade so Stand der Dinge. Auch nochmal ein kleines Update für zwischendurch. Wie gesagt, hier unten brechen wir durch. Sind jetzt hier Grenze an Grenze mit Erik endlich. Grenze an Grenze mit Horst waren wir ja vorher schon. Aber das heißt, hier müssen wir uns erstmal dann demnächst keine Sorgen mehr machen. Auch mal was Schönes.
Heißt aber auch natürlich, wenn wir Russisch-Alaska ja übrigens eingenommen haben, werden wir dann auch anfangen, hier Späher aufs Meer zu senden. Am besten hier schon, um auch rechtzeitig zu sehen, wenn jemand hier rüberfahren sollte. Was natürlich ein langer Weg ist und auch ein bisschen wild wäre, von denen hier rüber zu kommen. Aber man weiß letztendlich ja nie. Man weiß nie. Genau, das ist Stand der Dinge. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergehen wird, die Tage. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge Supremacy 1914 gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und schaut gerne mal Eriks Kanal vorbei, um seine Sicht nicht zu verpassen. Link in der Videobeschreibung. Und da bleibt mir auch nichts weiter zu sagen. Also habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.